Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir haben Freitagnachmittag und ich hoffe, dass dieses Video echt noch heute online geht. Mal gucken, die letzten Male hat es ja mal funktioniert. Bei uns ist heute sehr graues Wetter. Ich hoffe, das Licht passt trotzdem. Ja, eigentlich wollte ich jetzt was anderes machen, aber ich dachte, jetzt nimmst du fix Video auf, ehe die Lichtverhältnisse noch schlechter werden. Ja, was habe ich denn heute Schönes für euch? Ich muss gerade überlegen, 1, 2, 3 fertige Projekte. Oh. Und 1, 2, 3 neu angeschlagene. Ja, und ich habe ein UFO aus der Kiste gekramt. Oh Gott. Leute. Ja, fangen wir mit einem Projekt an, was ich euch schon gleich nicht mehr zeigen kann. Und zwar hatte ich ja die Socken. Ich habe jetzt auch das Knäuel gar nicht hier. Okay, schlecht vorbereitet. Ich hatte ja die Socken für die Dame im Haus gestrickt, wo ich übrigens immer noch nicht weiß, ob sie passen, weil es noch keine Rückmeldung gab. Okay. Genau, die hatte ich ja gestrickt. Und ja, da würde ich euch jetzt mal ein Bild einblenden. Ja, genau, das sind die Socken gewesen. Die sind fertig geworden. Und dann habe ich natürlich noch mehr gestrickt. Ich habe dann... Ja doch, bleiben wir erstmal bei den fertigen. Wobei, das ist noch nicht ganz fertig. Ich zeige euch gleich, warum. Also, da war ich das letzte Mal hier. Die Socken von meiner Bekannten und auch die ist alles Gründelwolle, die Hot Socks Madena. Das sind jetzt 15 Runden Bündchen, 50 Runden Schaft, 45 Runden Fuß, die Bändchenspitze und die Shadow Wrap Ferse ohne Zwischenrunden. Also da war ich das letzte Mal. Und es gibt einen zweiten Socken. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich gesagt habe, naja, noch nicht ganz fertig. Ich habe den Faden vorhin noch nicht, also ich hatte jetzt keine Lust, den Faden nachzuvernähen. Ich mache das dann gleich. So, den muss ich ja auch nachvernähen. Die sind nicht gleich, wie ihr seht. Aber erst, also fast gleich, ne? So wären sie gleich. Also erstens sind sie für mich und zweitens, ich finde das cool. Es hat irgendwas, ne? Also ein fertiges Paar. Beziehungsweise mittlerweile ja das. Das war mein Laptop übrigens. Das zweite fertige Paar. Der sollte auch gar nicht an sein. Aber mein Handy hat gerade, als ich es dahingestellt habe, den Laptop eingeschalten. Warum auch immer. Ja, also die sind anziehbereit. Da werde ich dann jetzt gleich nur noch den Faden vernähen und dann kann ich den auch anziehen. Genau. Also, die habe ich gestrickt. Und dann habe ich noch was fertig. Oh. Also auch da muss ich noch die Fäden vernähen. Muss ich zugeben. Ich habe fertig meine Strandtasche. Oder sollte ich eher sagen Täschchen? Ja. Also ihr seht, ne? Vernäht sind sie alle schon. Ich muss sie nur noch abschneiden. Genau, vernäht sind sie schon. Ich muss sie nur noch abschneiden. Ich hatte keine Schere zur Hand, ja, und dann war ich sofort zum Aufstehen. So richtig glücklich bin ich nicht, weil, genau, der Henkel ist gut, da sieht man auch auf dem Bild, wo der angenäht wird, bei dem anderen eben nicht. Und wenn ich die jetzt genau aufeinander lege, die Henkel, doch, jetzt passt es doch. Irgendwie. Oh Gott. Ja, so sieht die halt aus. Ja, ist jetzt nicht so die Riesentasche. Jetzt, ich war vor jetzt gerade im DM, da hätte sie sich vielleicht bemerkbar gemacht. Aber ich werde die nochmal, ich habe ja gesagt, da gibt es auch noch eine größere Variante. Die Anleitung ist von Hobby. Und das Garn nennt sich, glaube ich, Go Handmade. Genau. Kann ich euch aber verlinken. Ich will davon aber noch die große Variante stricken und ja, mal gucken. Also, die ist auch jetzt fertig. Ich hasse I-Cord stricken. Die große wird ein bisschen anders gestrickt. Hier strickt man den I-Cord
und näht ihn dran. Und hier bei der großen, hatte ich jetzt bloß gelesen, nimmt man irgendwie hier Maschen auf und strickt den dann. Oh, mal gucken. Ja, aber da ich ja jetzt erstmal kein Garn kaufen möchte, es kommen ja demnächst auch meine Adventskalender, wird die wahrscheinlich dann erst im nächsten Jahr gestrickt, die große. Ja, also eine teilende Tasche fertig. Die werde ich mir wahrscheinlich in meinen Rucksack packen. Ja, also, mein Freund brauche ich die nicht andrehen. Der geht damit, glaube ich, nicht einkaufen. Der zeigt mir dann, glaube ich, eher einen Vogel. Als juckt mir die Nase. Ja, genau. Das soll es aber auch schon mit fertigen Projekten gewesen sein. Tja. Ich habe aber neu angeschlagen. Und zwar habe ich angeschlagen aus dieser Wolle. Das ist eine Charmeyer Regia. Was habe ich da wohl angeschlagen? Grüne Socken. Was schlägt man aus grüner Sockenwolle an? Grüne Socken. Okay, die sind jetzt nicht nur grün, da ist auch blau drinne und halt so ein, ja, rosa. Aber hauptsächlich ist grün. So. Das heißt, das soll jetzt eine 39,40 werden. Genau. Die gehen an die Aktion Grüne Socke, dachte ich mir. Und ich werde mir jetzt übrigens dann auch gleich mal Projekte zusammensuchen. Ich musste mal gucken, wo ich die Aufzeichnungen vom Gridlines, die hatte ich gestern in der Hand, hingeschmissen habe beim Aufräumen. Mein Freund ist morgen wohl mal für 2 Stunden weg. Der will Plasma spenden gehen und danach einkaufen. Ja, ohne mich. Soll eine Überraschung werden. Und da werde ich mir ein paar Strickprojekte mitnehmen und da werde ich wohl fleißig sein. Vielleicht kriege ich sogar die Ärmel vom Gridlines fertig. Den habe ich vorhin mal anprobiert. Die gehen mir jetzt bis hierher, die Ärmel. Ich habe jetzt schon überlegt, strickst du lange Ärmel, strickst du dreiviertel Ärmel. Und meine Oma hat gesagt, naja, ich will dreiviertel stricken. Ich denke mir aber immer so, ist ja eigentlich ein dicker Pullover. Ne? Und dreiviertel Ärmel sieht scheiße aus. Aber ich werde sie wahrscheinlich tatsächlich bloß bis hierhin stricken. So quasi so 7/8 oder so. Weil ich shopp die eh immer alle hoch. Von daher. Wenn es kalt ist, kann ich zur Not ja auch noch Handstulpen tragen. Ja. Apropos, das war mein Stichwort. Vielleicht erinnern sich ja die, die meinem Kanal schon länger folgen, an diese Stulpen. Wo ich übrigens auch nicht weiß, wo die Aufzeichnung ist. Die Mütze habe ich dazu auch noch. Die hatte ich heute auch in der Hand. Das ist eine Anleitung von, oder nach einer Anleitung von Sylvie Rasch. Und so sehen die aus. Und Wolle ist, glaube ich, von Einödwolle. Müsste ich aber jetzt lügen, aber ich glaube ja. Mit Daumenkeil. Und dazu habe ich ja schon eine Mütze gestrickt. Und aus den Restern will ich eigentlich einen Loop stricken. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich eine Wolle, die auch so ähnlich aussieht oder weiß oder so, kombiniere und daraus mir ein Tuch stricke. Weiß ich nicht. Weil Loop, den habe ich zwar angeschlagen, aber irgendwie macht er mich nicht glücklich. Der zweite ist ja auch schon soweit. Ich weiß aber auch nicht, wo die Aufzeichnungen sind. Das heißt, ich weiß gerade nicht genau, wo, wie weit ich stricken muss. Toll, ne? Also ich muss mal gucken. Aber ich glaube, ich muss noch mal zählen. Ich glaube, 50 Runden hatte ich da gestrickt. Ich meine, wenn ich jetzt hier eine Runde mehr oder weniger stricke, ich glaube, es kommt keiner und zählt nach und sagt, du hast da aber eine Runde mehr gestrickt. Ich glaube, das fällt auch nicht auf. Genau. Also, die möchte ich gerne fertig stricken. Die werde ich auch mit zu meinem Freund nehmen. Das ist jetzt noch das Knäuel dazu. Der Rest ist tatsächlich im Loop. Ja, wo auch immer der jetzt ist. Nee, das war die Mütze, die ich heute früher hatte. Irgendwo im Keller. Fragt mich nicht. Keine Ahnung. Also, daran will ich auch weiter stricken.
Ja, außerdem bin ich nächste Woche zu einem Termin im Krankenhaus. Ich glaube, da habe ich auch Zeit zum Stricken. Bloß, da muss ich mir, glaube ich, was mitnehmen, was wirklich easy peasy ist, wo vielleicht nehme ich da auch, ich habe ja, ich will ja dieses Granny, diesen Granny-Läufer für meinen Freund häkeln. Vielleicht nehme ich den mit. Weil die Häkelnadel ist ja dann doch mal schneller in die Tasche geschmissen, ne? Und da müsste ich mir bloß die Anleitung mal ausdrucken oder mal irgendwie kurz mehr aufschreiben. Aber ich denke, das ist. Ich glaube, das ist besser, wenn ich sowas mitnehme. Ja, dann habe ich natürlich noch neue Socken angeschlagen. Und zwar aus dieser Wolle. Das ist auch eine Schachmeier Rekia-Wolle. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwas mit Winter Hus oder so. Fragt mich nicht. Da ist halt so lila drin und braun und so grün oder türkis, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und daraus stricke ich Socken. Nicht für mich, nein. Wobei mir die Wolle auch gefallen würde. Diese Socken wären für meine Oma. Und ich stricke sie mal nicht glatt rechts, sondern. Also ich habe jetzt 15 Runden Bündchen, 2 rechts, 2 links gestrickt, 60 Maschen mit 2 Nullernadeln und stricke das Mojo Light Muster. Das ist eine kostenlose Anleitung, würde ich jetzt sagen. Genau, zu finden auf Ravelry, aber ich verlinke euch das unten alles wieder. Genau, die Mojo Light Socken stricke ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das Muster so ein bisschen erkennt. Hier sind so recht, ne? Und hier fängt jetzt gerade. Ja, also wer die Socken und die Anleitung kennt, der weiß, wo ich jetzt bin. Ja. Genau. Das dachte ich mir, ist halt mal was anderes als nur glatt rechts. Und die soll meine Oma zu Weihnachten oder zum Nikolaus bekommen. Ich habe nämlich jetzt mal überlegt. Mein Opa hat ein paar Spiralsocken. Und dann hat er jetzt zwei Paar Socken von mir bekommen. Also er hat dann noch ein paar Socken, wo ich schon mal das Bündchen geändert habe. Das habe ich euch damals auch gezeigt oder erzählt. Und dann hat er jetzt zum Geburtstag ein Paar bekommen. Das heißt, mein Opa hat drei Paar Socken von mir. Meine Oma hat Spiralsocken, würde ich jetzt sagen. Dann hat sie in diesem Broken Seed Stitch. Nee. Ich glaube doch. Ich glaube, in diesem Muster hat sie welche. Ja, dann die. Dann hätte sie auch drei Paar. Meine Oma soll aber zwei Paar dieses Jahr bekommen, weil mein Opa Weihnachten noch ein Paar von mir bekommt. Und da fange ich jetzt quasi schon an. Das heißt, das wird sie irgendwann mal zwischendurch kriegen oder zum Nikolaus und Weihnachten dann die anderen. Genau. Das ist halt jetzt so meine Überlegung gewesen. Also an dem stricke ich auch. Da habe ich, glaube ich, vorgestern angefangen. Und da bin ich jetzt, wie gesagt, so weit. Da mache ich dann Marker rein, weil das wird zum nächsten Mal, glaube ich, nicht fertig sein. Ja. Und dann habe ich noch ein paar angeschlagen. Mehr ist Oktober, ne? Ja, ach so. Pflaster. Ich habe mich heute früher am Papier geschnitten. Ja, kann man mal machen, ne? Zum frühen Morgen. Und das letzte Paar, was ich euch zeigen möchte, Socken, was ich angeschlagen habe, wird aus dieser Wolle. Das ist ein Zauberball. Und dieser Wolle ist auch ein Zauberball. Ich glaube, der nennt sich, glaube ich, Kirschblüter gestrickt. Und ich glaube, wenn ich euch die so reinhalte, werdet ihr euch denken können, was ich für Socken stricke. Ja, die Magic Stripes, Zauberball, irgendwas Socken. Fragt mich nicht. Ist ebenfalls eine kostenlose Anleitung oder eher ein Sockenrezept zu finden bei Ravelry. Und so weit. Ups, so weit bin ich jetzt. Na, geh weg. Genau, so weit bin ich jetzt. Ich habe mit dieser Farbe angefangen und dann jetzt quasi die dazu gebracht. Ja, so weit bin ich. Also noch nicht so weit, aber ich finde die Musterung
Mega gut. Ich zeige es euch nochmal auf der anderen Seite. Ja, das Bündchen sieht halt auf der Seite so aus und auf der Seite so. Es hat irgendwas. Und ich werde wahrscheinlich meiner Oma auch nochmal in dieser Technik ein paar Socken stricken. Ich weiß nicht, ob ich die Kombi nehme oder die andere Kombi, die ich hatte, oder aus der anderen Kombi und der Kombi was neu kombiniere. Keine Ahnung. Weiß ich noch nicht. Aber ja, die habe ich eben auch noch gestrickt. Und ja, ich habe eigentlich noch, ich habe sogar noch mehr gestrickt. Ja, ein was kann ich euch noch zeigen. An den Unterwegssocken habe ich nicht weiter gestrickt. Also die sind nicht für unterwegs, die Anleitung heißt für unterwegs. Ja. Und dann habe ich nur noch gestrickt an dem hier. Das ist die Wolle hier. Und das soll entweder eine Stulpe werden oder eine Socke. Ich bin mir gerade noch nicht sicher. So sieht die aus. Also eher für einen Herrn. Und das Ganze habe ich jetzt gestrickt mit zwei Rechts-, zwei Linksbündchen und vier Rechts-, eine Links. Jetzt musste ich gerade überlegen. Und die werde ich. Die werde ich aber spenden. Genau. Ich habe ja auch noch diese ganzen Frühchensets. Da kommen die dann auch rein. Und dann wird das quasi mal gucken. Vor Weihnachten oder nach Weihnachten werde ich das abgeben. Ich denke mal Anfang Dezember oder so. Da weiß ich jetzt aber nicht genau die Wolle. Ich glaube, das ist von dieser Klaus-Koch-Kollektion gewesen. Ja. Genau. Ja, ihr Lieben. Hier mache ich auch einen Marker rein. Dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Ja, mehr habe ich nicht zu erzählen, mehr habe ich nicht zu zeigen. Das ist eigentlich schlimm, ne? Für 3 Wochen. Aber ich habe jetzt abends immer keine Lust gehabt zum Stricken teilweise. Oder habe nur mal so 3 Maschen oder 3 Runden gestrickt und ja. Aber wie gesagt, also ich werde die grünen Socken mitnehmen, ich werde die Stulpen mitnehmen, ich werde meine Gridlines mitnehmen. Ich werde ein bisschen was mitnehmen. Und dann werde ich mal gucken, wie weit ich komme. Genau. Dann hatte ich bei meinem Freund letztens einen Spüllappen mit zum Häkeln. Da weiß ich aber nicht. Ach doch, ich weiß, wo er ist. In meinem Rucksack. Ja. Genau. Ja, ich werde jetzt gleich noch was machen. Ich will was testen. Also, ich habe ja letztes Jahr an einem Adventskalender teilgenommen. An dem nehme ich dieses Jahr wieder teil. Letztes Jahr habe ich was gehäkelt. Dieses Jahr wird es was anderes. Ich kann euch ja nicht verraten, was, weil ich mindestens von einer weiß, die meine Videos guckt. Ich möchte es jetzt aber gerne testen und das werde ich jetzt gleich machen und dann muss ich noch zur Post. Genau. Beziehungsweise werde ich das mit der Post, glaube ich, gleich erledigen. Jo. Genau. Ich habe es halt irgendwie mit dem Genau, ne? Ja. Toll. Ja. Ich werde das Video jetzt hochladen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und für die, die noch Ferien haben, schöne Ferien. Bei mir geht es am Montag wieder los. Und ja, ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch bis dahin gut gehen. Ciao!